Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind hier im Skigebiet Saalbach, Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn und sind jetzt auf dem Wege mit der Deutschbergbahn in Richtung Bahnkogel, Maiskogel und Kremlkopf. Ja, heute ist unser vierter Skitag und fängt gleich an mit einem Paukenschlag. Wie auch beim Streubödenlift sind die Links zu den anderen Skigebieten gesperrt. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an, wie es beim Deutschberg aussieht. Selbe Situation, die Links sind gesperrt. Also, wenn wir Ski fahren, dann nur Deutschberg hoch und runter oder auch Streuböden hoch und runter. Heute ist der 24. Januar, unser vorletzter möglicher Skitag. Es hat hier 7 Grad, in der Nacht hat es geregnet. Mal schauen, wie die Pisten sind. Ein Drittel der Strecke haben wir geschafft und jetzt geht's weiter. Ja, auch hier erhebliche Plus-Temperaturen auf der Piste 110A. Schwerer Schnee. Fährt sich ein bisschen mühselig. Wir gehen aber von der 110 runter. Gehen auf die blaue. Die Pisten sehen überall gleich aus hier. So, noch ein frecher Schnee. Ganz schwerer Schnee. Man muss richtig Kraft einsetzen, um zu fahren. Also mit 8 Grad plus, 7, 8 Grad plus ist nicht so doll. Ne? Wenn man nicht alt wird. Der Kunstschnee bremst, das ist unglaublich, ja? Ja. Mein lieber Mann, ey, das gibt's doch wohl nicht. Ich bin erstaunlich, wie leer die Pisten sind. Glühwein? Okay. Ja, kurzes Fazit. Wir sind jetzt ein paar Mal gefahren. Der Schnee bremst gewaltig. Der Himmel sieht auch nicht so sehr vielversprechend aus, also werden wir so lange fahren, solange es uns Spaß macht. Die Ameisen hier auf diesem Hügel. Welch Wunder.
bei dem Schnee. Hallo Leute, es soll ja Stimmen geben, die behaupten, Klimawandel gibt es nicht. Aber schaut mal hinter mir. Temperatur 11 Grad. 11.37 Uhr am 24. Januar. Also wir haben hier mitten Winter, ja? Und es ist warm, fast wie im Frühling. Heute früh zwitscherten sogar schon die Vögel. Keine Angst, wir fahren da schon runter. Aber just for fun. Na? War schon gut, ne? 1,524, du warst bei 60. Die letzte Abfahrt, versprochen. Wir sind nämlich eben gerade jetzt mit Streubödenbahn 1 hochgefahren. Fahren noch mal ein Stückchen mit dem Tellerlift hoch, um die schöne blaue Piste abzukarven. Und dann geht's runter ins Tal und dann ist Feierabend. Diese Piste ist schon fürs Carven sehr gut geeignet. Ja. Die liegt zwischen Streuboden 1 und Streuboden 2. Schön breit. Heute ist wenig los. Also keine Anfänger hier, keine Skischule. Da kann man sich mal richtig breit machen. Dem rechten zuerst durch, dem rechten Bein. Und dann kam der andere Knüppel und stand dazwischen. Da fahre ich mit dem linken hinten, mit dem rechten vorn. Ging nicht vorne zurück. Und dann musste ich natürlich abschnallen, ja? Bein rüber und dann von vorne in den Ski rein und dann. Ja. Die allerletzte Abfahrt heute.